So ein anderes Aha-Erlebnis hatte ich, als ich aus Heinsberg weggezogen bin. Heinsberg muss ich Gott sei Dank seit ein paar Monaten nicht mehr erklären. Sonst musste ich das immer ganz umständlich erklären. Kleines Dorf an der holländischen Grenze und jetzt ist so... Für alle, die es sonst so nicht wissen, Heinsberg hat das größte Fledermausreservat Deutschlands. Das ist, Nee, also in Heinsberg war natürlich der erste riesige Corona-Skandal, ne? Und das ist natürlich geil, wenn das der Ort ist, mit dem du jetzt verbunden bist. Das ist großartig. Da mussten sich zwei Idioten wieder denken. Das war übrigens auch bei Karneval, ne, die ganzen Sache. Habe ich gedacht, hör mal, Rüde, ich habe das Kostüm gekauft. Hat 30 Euro gekostet. Wir gehen jetzt bützen. Und dann zack, 300 Leute infiziert, ne? So ist es. So redet man übrigens in Heinsberg, ne? Oh. Die sind alle am Leiden, ne? Das hörst du schon. Eine Sprache ist ganz schwierig in Heinsberg. Jetzt sind sie nur noch am Leiden, ne? Aber alle, die aus dem Dorf kommen, ihr kennt es natürlich, ne? Also man hat nicht so viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auf dem Dorf, ne? Du musst dich begrenzen. Was du machst auf dem Dorf ist saufen, grillen, besoffen grillen. Das ist der ewige Kreis und der funktioniert. Aber du machst ja sowieso erstmal das, wenn du aufwächst, das, was alle um dich machen. Ne? So wie du sozialisiert wirst, Umfeld prägt ja. Und ich weiß noch, in Heinsberg bei mir war so eine Hardcore-Tussi immer beim Feiern. Die hatte so richtig lange Kunstnägel, immer so High Heels an, Kleidchen, ganz dünn gezupfte Augenbrauen, ist da immer so rumgerannt. Diese Tussi war ich. Und das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, ne? Aber ich habe halt das gemacht, was alle um mich rum gemacht haben. Und wenn ihr jetzt gerade auch lange Kunstnägel habt, Entspannung, ne? Freiheit, jeder kann machen, was er oder sie will. Aber die Teile an sich, ne? Ich hatte die ja auch, nur die Dinger, ist ja erstmal eine selbstgewählte Behinderung. Ne? Ja, du schränkst dich ja ein, ne? Willentlich, du kannst ja weniger damit machen. Ich denke immer, wo sind die von Vorteil? Wo kannst du die richtig gut einsetzen, ne? Diese Teile? Ich glaube, super ist es so auf einer Baustelle. Hör mal, Rüdiger, ich stehe gerade am Hönninger Weg, ist noch ein Nagelschaufler frei. Jojo, die Jenny ist frei. Was, glaube ich, auch super ist, wenn du in der Fabrik stehst, da kannst du den ganzen Tag Nesquik-Packungen am Band aufschlitzen. Da stehen so... Ich hasse mein Leben. Aber es ist gut bezahlt. Und ich muss mich nicht viel bewegen. Ich glaube, richtig super ist es übrigens auch beim Fondue. Will da jemand Fleisch? Und du kannst sehr gut natürlich auch eine fremde, sehr behaarte Person am Rücken kratzen. Aus einem anderen Zimmer. Und ich hatte die Dinger ja auch, ne? Ich bin auch überall rumgerannt, so, ah, oh, guck mal, super hat die das gemacht. Richtig schön sehen die aus. Kannst du mir das gerade mal aufmachen? Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich mich eingeschränkt habe, ne? Ich hatte auch super dünn gezupfte Augenbrauen. Also richtig dünn, ne? So Landebahn, so. Richtig dünn. Meine Freundin hat mal ein Foto von früher von mir gesehen, guckt da drauf und sagt, Jotta, nee, du siehst aus wie eine Babynutte. Habe ich da drauf geguckt und ich war so, ja, ist richtig. Ich habe den Strich, auf den man geht, schon im Gesicht. Das stimmt. Wirklich dünn. Vielleicht könnt ihr es euch so besser vorstellen. Habt ihr schon mal Garnelen entdarmt? Dieser schwarze, dünne Darm? Auf meinen Augen. Das war ich. Meine Oma hat dieses ganze Thema überhaupt nicht verstanden, ne? Irgendwie French Nails, Augenbrauen, die war auch ganz anders drauf. Das war auch so eine erste Wolverine für mich, ne? Die war unabhängig, stark, frei, alleinerziehende Schneiderin, hat zwei Kinder durchgebracht, die war mega, ne? Die hat nur gesagt, wie Acryl Nail, Acryl Jordan, Badfugen. Ne? Die war super. Die ist leider nicht mehr da. Ich habe die Frau über alles geliebt. Wenn ich die besucht habe, ne? Ich war noch nicht ganz am Haus dran, ne? Habe ich schon von drinnen schreien gehört. Gregor, du Schwein, dich kriege ich auch noch. Wo jeder dachte, ach du Scheiße, was ist da denn los? Bist du reingegangen, meine Oma saß einfach vom Fernseher, hat Verbotene Liebe geguckt, Lautstärke 180. Jeder sonst hat gedacht, meine Oma hat ein Domina-Studio im Keller. War auch der Grund, warum der Peter da dreimal die Woche geklingelt hat. Das ist eine andere Geschichte. Und meine Oma hatte immer so richtig rosige Wangen, weißt du? Wo jeder sich gefragt hat, wie machst du das? Warum hast du so eine gesunde Gesichtsfarbe? Wie geht das, ne? Bis ich gerafft habe, war der Eierlikör. Meine Oma hatte immer so eine Flasche Eierlikör in der Kühlschranktür, ne? Und immer, wenn ich den aufgemacht habe, habe ich gedacht, boah, Oma, ey, du musst die Flasche auch irgendwann mal wegschmeißen. Bis ich gerafft habe, nee, war immer eine neue. Die hat mir auch was sehr Tröstliches fürs Leben gesagt, ne? Sie meinte so,
Besser würdet nicht, aber hören tust du weniger.